Der Name Lolli-Test klingt in Kinderohren sicher verheißungsvoll. Er beschreibt aber hier ein wenig leckeres Verfahren zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wie dem auch sei, Erstklässler der Panda-Klasse an der Bonner K-Schule lutschen am Montagmorgen erstmalig brav und kollektiv im Mund herum. Die Schüler müssen vor Beginn des Wechselunterrichtes ihre Teststäbchen abgeben, die dann im Labor auf mögliche Infektionsfälle untersucht werden. Interessant zumindest scheint das Testen für die Kinder. Diese Stäbchen in der Mund 30 Sekunden lecken und das schmeckt irgendwie nach nix. Tut man in den Mund rein, da 30 Sekunden, dann wieder raus. Der Rektor der Schule, Tobias Hillebrand, und Sonderpädagogin Julia Jansen zeigen sich durchaus angetan von dem neuen Testverfahren. Ich denke, für die Kinder ist es auch wesentlich einfacher und was natürlich auch die Schwierigkeit war bei dem Test durch die Nase, dass man immer dann auch niesen musste, was für die Virenlast ja auch nicht positiv sein kann. Das Ganze dauert, wenn wir richtig eingespielt sind, vielleicht eine Minute, sprich austeilen der Stäbchen, Kinder lutschen 30 Sekunden dran, geben es zurück und das war's dann schon. Der Antigen-Schnelltest war viel aufwendiger. Sind Testergebnisse positiv, erfährt das zunächst der Schulleiter. Im Idealfall soll er die Laborauswertungen am selben Abend auf sein Mobiltelefon erhalten. Die Kinder haben zudem ein eigenes Testkit mit nach Hause bekommen, das sie bei einem positiven Ergebnis in der Gruppe zum Nachtesten nutzen sollen. Diese Tests gelten als relativ zuverlässig. Allerdings hätten die Kinder im Falle eines positiven Testes in ihrer Gruppe bereits einen Schultag gemeinsam mit einer Person verbracht, deren Test eben gerade positiv war.